Melken! Ja, was könnte das denn sein? Wahrscheinlich Melken. Ja, aber wen oder was? Das ist die entscheidende Frage. Und da schauen wir mal, was sich hinter unserem Tor verbirgt. Darf ich vorstellen, das ist Locke mit Bauer Theo, meine Damen und Herren. Das kriegen wir hin, oder? Hallo Locke. Grüße Sie, Bauer Theo. Stefan, hallo, guten Tag. Heiko. Hallo. Da bin ich aber froh, dass der Bauer nicht gewonnen hat. Und jetzt ja, das wäre schon mal relativ schlecht gewesen. Also, wir haben hier Locke. Locke hat bekanntlich 4 Zitzen, wie jede Kuh auch. Und 4 Zitzen bedeutet ja auch 4 Milchkammern, richtig? Ja. Also, alle Milchkammern sind auch identisch gefüllt. Ja. Es gibt also bei Kühe keine Links- oder Rechtsträger oder so. Das kann auf der Dauer. Auf der Dauer, wenn der Alter. Ja, okay. Aber noch sieht das alles sehr symmetrisch aus. Jeder also 2 Zitzen. Ihr melkt eine Kuh zusammen. Und wir haben hier Eimer vorbereitet. Ihr habt 2 Minuten Zeit. Und wer nach den 2 Minuten mehr Milch in den Eimern hat, wir werden das nachher wiegen, der hat dieses Spiel gewonnen. Einer vorne, einer hinten, oder? Nee, von den Seiten. Das wäre ganz gut. Wo möchtest du hin? Dann gehe ich dahinter. Du gehst dahinter? Das ist der Melkschemel hier, ja? Das ist der Melkschemel. Okay. Bitte, das ist schon die erste Aufgabe. Bitte richtig rum, so, also umschnallen. Ja. Ja, das für Kölner Verhältnisse muss man das dazu sagen. Also man macht das schon mal hier gerne auch anders. Meiner Großeltern früher. Du hast das schon mal gemacht? Ja. Ach, guck, tatsächlich. Hier. Aber das ist schon circa 25 Jahre her. So, meine Damen und Herren, Sie kennen das bei Schlag den Raab, wann immer es. Bitte noch nichts berühren. Nee, nee. Auch wenn man möchte? Nein, auf bitte die Gefahr, nicht. Dass die Kuh. Auch wenn sie lächzt danach, aber noch nicht. Wann immer es sportlich wie lang wird, muss man 2 Minuten. Und dann muss man direkt abbrechen. Natürlich. Ja? Dann bitte noch nichts berühren. Im Moment nicht dein Eimer hier, da muss mein Eimer noch hin. Wie soll das denn gehen? Ja, ein bisschen schräg. Schon ein bisschen so, dass man da gleich. Da gibt es einen Richter, der das. Bitte kloppt euch nicht, die Kuh. Ja, bitte. Sie soll nicht. So geht das so? Sie soll nicht in Panik geraten. Habt ihr das alles richtig? Die heißt Kuh Paula, ne? Nein, Locke. Das hat schon mal nicht geklappt mit dem Namen. Ja, das ist aber schlecht, Heiko, wenn du das so machst. Dann kann ich natürlich hier relativ schlecht den Eimer hinstellen. Ne? Während diese Herrschaften sich jetzt gerade mal mit dem Eimer ein bisschen koordinativ einigen, macht das doch so schräg. Fuß zurück tun, den einen Fuß, da wo der Heiko seinen Eimer hinstellt, wenn man da vielleicht mal kurz das Bein. Ja, stopp! Ja, nee, jetzt ist aber hier schlecht. Übrigens. Jetzt ist hier perfekt. Schlecht. Und wieder ein bisschen vor. Stopp! Nein! Was machen wir mit Locke? So, stehen bleiben. Locke, bleib so stehen. Freeze, weil die eine freeze. Zitze so sehe ich gut, jetzt Locke. Nicht mehr. Wo ist sie denn? Bleib so stehen. Alles das ist aber ein Problem. Dann macht doch nur an einer. So, bevor sie jetzt loslegt, weil... Vielleicht kann man das Bein ein bisschen zurücktun, oder? Ich habe euch, hab euch nicht gesagt, Locke hat etwas Durchfall. Insofern, wir hoffen, dass das alles gut geht. So, Ruhe jetzt. Nicht, dass Konzentration. Nachher, da trinkt man nicht. Ich dachte, der Dreck nachher nicht mitgewogen wird. So, so jetzt setzt euch da hin. Wieder gut. Setzt euch da hin, dann nimmt von mir aus nur eine Zitze. Ja. Mir ist das doch egal. Nee, wir müssen ja aus 2 Zitzen noch. Ne? Na, musst du ja nicht. Kann auf jeden noch Fall mal? Darf ich Ihnen jetzt den jungen Mann vorstellen, der immer hier zum Zuge kommt, wenn es sportlich wird bei Schlag den Raab. Und das ist natürlich Sport. Vor einiger Zeit hat er noch als Herrenboxen kommentiert. Und jetzt ist er schon beim Melken. Ladies and Gentlemen, Tobias Dreh. Hallo, guten Abend. Tobias! Ja, ich glaube, auch hier wird es sehr viele Infights geben, wie wir gerade schon mitbekommen haben. Was glaubst du, wer bei dieser Sportart die Nase vorn hat? Also man hat ja wirklich gesehen, dass es was mit Infight zu tun hat, also mit Nahkampf, aber natürlich auch mit einer ganzen Menge von Fingerspitzengefühl. Und ich finde, das ist eigentlich der perfekte Einstieg in diese Sendung, wo es ja schließlich um 500.000 Euro geht. Man darf da keine Angst haben vor großen Tieren. Also das ist doch sozusagen das Motto gleich für diesen Wettkampf. Also ich bin mal sehr gespannt, wer von den beiden da gleich mehr aus der Kuh rausholen kann. Ja, das sind wir auch. Vielen Dank, Tobias. Du wirst kommentieren und Hände an die Zitzen. Moment. Die Kuh, wenn die jetzt währenddessen wegläuft, was machen wir denn dann? Ja, festhalten. Guck mal, ich mach das so. Mitlaufen, Stefan. Hände an die Zitzen. Moment. Die 2 Minuten laufen ab jetzt. Na, man sieht, es muss aus der Hand kommen. Also man muss einen Ring bilden aus
dem Daumen und dem Zeigefinger und dann heißt es aus dem Rest der Hand eine Faust und dann soll da irgendwo Milch kommen. Die Kuh, wir haben es gehört, heißt Locke, ist übrigens 14 Jahre alt und grundsätzlich gibt sie 25 Liter Milch am Tag. Mal sehen, ja, bei mir tut's was hier dann gleich am Ende steht. So richtig. Eine geht, die andere nicht, ne? Da ist eine Zitze kaputt, Herr Ober. Bei mir? Hinten ist auch eine kaputt, die hintere läuft nicht. Das muss ja doch wehtun, der Kuh, was ich dir mache. Oh, da kommt aber auch was Festes mit raus, ist das normal? Was? Da kommt was Festes mit raus? Den kann das sein, dass der heute an einer anderen Stelle... ist schon absolviert. Aber da hinten kommt gar nichts raus, Herr Bauer, was ist da los? Ihr habt noch 50 Sekunden. Man kann auf jeden Fall deutlich erkennen, warum dann später die automatische Melkmaschine eingeführt wurde. Mann, ich will doch ja nicht, hier hinten kommt nix. Sieht gut aus an den Basizitzen. Die letzten 30 Sekunden. Ich wurde das aber anstrengend. Motiviert das auch die Kuh, nochmal einen halben Liter zusätzlich rauszugeben. Ein bisschen Applaus kann nicht schaden. Das ist noch echte Handarbeit. Also es fühlt sich, es läuft. Noch 5 Sekunden. 4. Und das war's. Stopp, stopp. Also da darf los, man gespannt los, sein. Los. Bringt eure Eimer bitte mit. Ich glaube, das habe ich gewonnen. Doch, guck mal. Ja. Oh ja. Aber bei mir kam auch aus einer ja nichts raus. Nee, so ist das halt manchmal. Nicht, ne? Die war kaputt. Stefan, okay. Wir willst du draufstellen? Dein... Ja. Mein lieber Mann, die arme Kuh. So, das reicht noch nicht mal für ein Cappuccino, ehrlich gesagt, aber och, okay. Das reicht für ein Cappuccino. Das sind 755 Gramm für Stefan Raab. Heiko. Ja. Ja. Das sieht so ein bisschen sämig aus bei da dir. Da muss der Eimer sehr schwer sein, wenn du das schlagen willst. Und das sind deutlich weniger. 551,5. Das ist der erste Punkt für Stefan. So, meine Damen und Herren, nochmal einen Riesenapplaus für Locke und Bauer Theo. Ganz toll gemacht. Dankeschön, Locke. Sehr brav gewesen. So, dann schauen wir uns mal den Punktestand an. Komm zu mir, Heiko, hier. Das geht aber ganz schön in die Arme, wenn ich das mal sagen darf. Und die 5.000 Euro haben wir auch schon verteilt. Das ist der Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt die erste Punktvergabe, die feierliche. 1 geht an Stefan Raab.